also erstmal allen Vätern heute einen tollen Genießertag. Wir sind hier auf dem Weingut beim Stefan Hitziger. Und ja, allen Vätern erstmal ein Prost. Genießt den Tag. Lassen Sie euch, ja, lasst euch einfach verwöhnen. Und erstmal ein großes und ein herzliches Dankeschön für die Wähler, die mich gewählt haben. Ich habe ein gutes Ergebnis erzielt. Es hat nicht gereicht, zur Bürgermeisterin zu werden, aber ich war gerne Ihre Kandidatin und all die Ziele, die Themen, die wir uns vorgenommen haben, daran arbeiten wir und werden wir auch umsetzen. Und natürlich im guten Dialog mit allen fast an Fraktionen im Stadtrat. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und, wie ich schon gesagt und geschrieben habe, wir unterstützen Hermann Augsburger. Ja, auch von mir ein kräftiges Hallo und alle Väter, ich kann da leider nicht mitsprechen, wünsche ich heute noch einen schönen Tag. Und wir üben schon einmal eine gute Zusammenarbeit. Und ich möchte der Gerda gratulieren zu ihrem guten Wahlergebnis. Und es freut mich, dass wir eine Zusammenarbeit vereinbaren können, dass die Gerda mich unterstützt, damit ich in der Stichwahl zu ihrem Bürgermeister werde. Und wir haben festgestellt, es gibt eine große Menge von Gemeinsamkeiten, viele Dinge in Berchtesgaden, die mir weiter bewegen wollen und gemeinsam vorwärts bringen wollen, weil allein kann keiner was in Berchtesgaden erreichen. Zusammen geht es und das wollen wir verwirklichen. Und darauf Prost, Gerda. Erstmal ein Prost und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, wir stehen mitten im Grünen. Die Grünen sind noch nicht, oder die Fraktion, die Vorsitzende ist noch nicht hier, die Fraktionssprecherin, aber ich denke, im Namen sprechen zu dürfen, unsere Ursa Schulz und auch unsere Heike Grill, also ein gutes, auch eine gute Zusammenarbeit und wir freuen uns auch im Grünen. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl.